Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 6. Juni. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. 1. Korinther 13, Vers 3. Wörtlich steht da im griechischen Text, wenn ich alle meine Habe verfüttere. Das heißt, wenn ich wahllos hungrige Mäuler stopfe. Solch einen Satz braucht man ja nur auszusprechen. Dann hört man von allen Seiten, das kommt ja gar nicht in Frage, so etwas ist ja gar nicht diskutabel. Nun, in Korinth, wohin Paulus diesen Satz schrieb, kam es offenbar in Frage, dass man um Jesu Willen alles verschenkte. Und erst der nächste Teil des Satzes, wenn ich meinen Leib willig darbieten würde zum Martyrium um Jesu Willen. Wenn ich mich um Jesu Willen auf einen Scheiterhaufenkern verbrennen lasse. Paulus spricht so selbstverständlich davon, dass man merkt, auch dazu waren die Christen in Korinth bereit. Das lag für sie durchaus im Bereich der Möglichkeit. Was hatten diese Leute für einen starken und herrlichen Christenstand? Wie groß und wichtig muss Jesus, der Mann von Golgatha, ihnen geworden sein, dass sie zu einer solch inneren Freiheit gegenüber Gut und Leben kamen? Und doch, von diesen Leuten sagt Paulus, wenn ihr keine Liebe habt, dann ist das alles wertlos. Ist das nicht unerhört? Ja, so sagt die Bibel. Ein unbeseelter Körper ist ein toter Körper. Und ein unbeseelter Christenstand ist ein toter Christenstand. Ein Körper kann schön sein und ein Christenstand kann herrlich sein. Aber wenn sie tot sind, dann sind sie wertlos. Und die Seele des Christenstandes ist die Liebe. Sie macht alles lebendig. Herr, wirke durch deinen Geist in mir Liebe zu dir und zu denen, die du mir in den Weg schickst. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.